Jo, servus und herzlich willkommen, meine lieben Leute, heute zu einem weiteren Farmvlog von mir. Ja, und zwar werden wir heute mit einem Glas Axia 950, Simatic und einem Köckerling Vario Federzinkgrubbe hier das Gerstenland, das zweite Mal grubbern. Hab gestern schon so circa 15 Hektar geschafft. Ja, und heute machen wir jetzt weiter. Wir sind hier auf einem 37 Hektar Schlag, der ist circa einen guten Kilometer lang. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt mal anfangen. Also dazu müssen wir als allererstes mal den Allrad aktivieren. So, dazu drücken wir einfach hier mal lange drauf. Jetzt müssen wir hier noch die kleine Gruppe vorwählen. Gut, jetzt passt's. So, dann müssen wir hier beim GPS, weil wir machen hier ja alles mit GPS, weil sonst brauchst du auf diesen Flächen hier ewig. Wir drücken hier auf Job fortfahren. Jetzt lädt er das Ganze wieder her. Hier sind auch alle Geräte abgespeichert. Jetzt hat er hier den Köckerling Vario auch gerade drin. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Gerade, letzte A ist gleich B-Spur. Jetzt müsst ihr das haben. So, dann klappen wir als nächstes den Grubber aus. Dazu einfach dieses Steuergerät hier nach vorne drücken. So, das dauert jetzt kurz. So, zack, Gruppe ist ausgeklappt. Dann fahren wir mal vor. Parkbremse ist auch draußen. Also, wie ihr seht, das hat er wie gesagt die Vollausstattung mit GPS hier und alles. Weil auf diese ganzen Äcker hier kommt überall Raps drauf. Auf die ganzen Gästenäcker. So, jetzt seht ihr hier die Spuren. Hier vorne habe ich mir da die Spur eingefahren. RTK, das ist auch alles grün. Das heißt, wir können gleich loslegen. So, um das Lenksystem zu aktivieren, müssen wir hier auf den Automatikknopf drücken. Moment. So. So, zack, jetzt hat er gepiept, das heißt, er nimmt die Spur. Jetzt lassen wir ihn kurz einfahren. So. Ja, Moment, ich muss nochmal zurück, das war gerade ein bisschen schräg, das war auch, wir müssen schön gerade reinkommen, dass wir nachher nicht so viel Vorgewende machen müssen. Fahren wir nochmal zurück. Ja, der hat hinten einen Doppelkrümmler dran, der Köckerling-Gruppe. Und hinter den zwei Krümmlerwalzen läuft dann noch so ein Striegel. So. Zack, jetzt hat er die Spur und jetzt drücken wir hier auf die 2, hier auf dem Z-Motion-Hebel. So, gerade ging es irgendwie nicht, ich weiß jetzt nicht warum. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier die 2 gedrückt. Jetzt aktiviert er eine sogenannte Sequenz. Jetzt beschleunigt er automatisch auf die eingestellte Geschwindigkeit. Das ist jetzt hier 14 km/h und lässt dann auch automatisch den Grubber runter. Das heißt, ich sitze jetzt eigentlich hier nur noch drauf, kann mich entspannen und muss halt nur noch gucken, dass am Grubber hinten alles gut läuft und dass er hier schön in seiner Spur bleibt, weil vor allem hier in der Kuhle jetzt hier kann es mal passieren, dass mich aufgrund des schlechten Signals hier und in der Kuhle, dass mich das GPS mal aus der Spur kegelt. Das kam gestern einmal vor, aber öfter auch nicht. Ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, wo bin ich hier eigentlich? Wo kommen auf einmal die ganzen großen Flächen her? Ja, ich bin jetzt hier über die Sommerferien als Erntehelfer auf einem Betrieb in Hofredentin heißt das, direkt neben Wismar. An der Ostseeküste hier hinter dieser Hecke gleich fängt gleich die Ostsee an. Genau. Und da bin ich jetzt eben über die Sommerferien, beziehungsweise nur 4 Wochen. Die letzten 2 Ferienwochen werde ich dann wieder zu Hause sein. Ja, mal kurz zum Betrieb ein paar Sachen. Der Betrieb bewirtschaftet so 600 Hektar selbst und dazu kommen noch Lohnarbeiten, die nebenbei noch ausgeführt werden, unter anderem Lohndrusch und Transportarbeiten und sowas. Ja, die 600 Hektar, die sind rein Ackerbau, ist der Betrieb, also keine Kühe oder irgend sowas. Dann die 600 Hektar. Die sind verteilt auf 2 Standorte. Hauptstandort ist hier in Hofredentin.
Da hier sind so ca. 500 Hektar. Und der zweite Standort ist bei Ostseebad Boldenhagen drüben. Das ist in die Richtung so ca. so 40 Kilometer. Also bist du mit dem Schlepper so eine gute Stunde unterwegs, wenn du da umsetzt. Also mal dazu, was der Betrieb so für Maschinen hat. Das denke ich interessiert ja auch den einen oder anderen von euch. Ja, also der Betrieb hat drei Fendt 930 Vario und noch einen Fendt 936 Vario, aber der wird jetzt dann allerdings verkauft. Und der größte Schlepper, der eigentlich auch die meiste Zeit hier vom Grubber hängt nach der Ernte, ist der hier. Das ist hier der größte Schlepper, der Class Axion 950. Er müsste so ca. 420 PS irgendwas so um den Dreh haben. Genau, und mit dem läuft das. Mähdrescher hat der Betrieb zwei Stück. Der kleine ist ein Class Lexion 77 mit 10,80 Meter Schneidwerk und Raubenlaufwerk. Und der große Lexion ist ein 87er Lexion mit 12,30 Meter Schneidwerk. So, jetzt bewegen wir uns hier langsam aufs Vorgewende zu. Hier bin ich gestern schon mal eine Spur längs gefahren. So, jetzt drücken wir hier auf die 1. Das ist die andere Sequenz. Jetzt geht dann automatisch der Grubber hoch, sobald ich auf die 1 drücke. Dann stellt er den Tempomat auf 10 km/h runter. Da sehe ich entspannt und ich muss, wie gesagt, kein Gas geben. Jetzt kann ich schön in die neue Spur reinlenken. Guck, dass ich hier die neue Spur einigermaßen habe. Drück auf den Lenkknopf oder auf den Autopilot-Knopf. Sobald er gepiept hat, weiß man, dass er die Spur nimmt. Weil wenn er nicht piept, dann hat er die Spur nicht. Und dann drücke ich wieder hier auf die 2. Das habe ich jetzt alles schon gemacht. Und dann geht der Grubber wieder runter und er beschleunigt auf 14 km/h. Ja, wie gesagt, das ganze Gästenland. Das grubber ich jetzt hier alles zum zweiten Mal. Das hat letzte Woche schon ein Mitarbeiter gegrubbert. Das mache ich jetzt alles zum zweiten Mal. Hier nochmal mit demselben Grubber. Ein bisschen schräg. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in der zweiten Wochenhälfte hier hinter den noch den Köckerling Tiefengrubber hinterschnallen. Das ist ein Köckerling Vektor, müsste das sein. Dann wird das mit dem nochmal ganz tief durchgelockert hier. Und dann, wenn's der Boden hergibt, möchten wir es dann noch einmal mit der 6 Meter Lemken-Kreislecke einmal abkreisen, das Land. Und dann wird es um den 15. 20. August zum Raps gesät, weil auf die ganzen Gerstenflächen kommt Raps. Gesät wird dann mit einem 39er Vario und einer 6 Meter Federstadt. Ja, hier kreisen schon die Möwen, die suchen sich hier Würmer zum Fressen. Jo. So, was hier immer wichtig ist, dass hier dieser Funkmast, der Satellit und hier die Balken, dass das hier alles grün ist. Weil wenn hier eins davon orange ist oder so, kann man nicht losfahren, weil dann ist irgendwie das Signal schwach. Ja, aber trotzdem, so ein GPS ist schon was Feines. Wie gesagt, brauchst du hier auf den Äckern, ihr seht ja, hier, das ist ja doch fast ein guter Kilometer von da bis hier. Und ja, hier willst du eigentlich nicht mehr per Hand lenken, weil da schaffst du nicht, den Trecker so schnurgerade in der Spur zu halten über hier eine Distanz von 1000 Metern. Ja, genau. Aber ich finde eigentlich so jetzt beim Grubbern ist der Axion echt ein schönes Gerät. Da kann man überhaupt nicht meckern. Hier schön auf die neue Spur zu schauen, dass man auch auf dem Bildschirm guckt man immer mal, dass man schön mittig von der Spur ist. Drücken die 2, Grubber geht runter und Gas. Ja, so habe ich euch jetzt zum Grubber eigentlich auch erstmal nicht mehr zu erzählen. Dann fahre ich jetzt mal. Ich lasse jetzt die GoPro mal noch ein bisschen laufen, dann könnt ihr mal den Schlepper-Sound noch ein bisschen genießen. Und
und dann halte ich nachher mal kurz an, zeige euch das ganze Gespann hier nochmal von außen. Genau. Jetzt halte ich den Schlepper mal kurz an, machen wir mal schnell einen Parkplatz rein, dann steige ich mit euch mal kurz aus. So, ich setze euch mal kurz ab. Also hier ist das gute Stück. Ja, hier in der Front haben wir noch ein 1200 Kilogramm Gewicht drin. Weiß nicht, ob das jetzt für den Grupper hier nötig wäre. Ja, wie gesagt, Köckerling Vario, so ein Federziehengruppe. Ja, hier seht ihr die Kiste mal von hinten. Hier ist die Skala für die Tiefeneinstellung. Ich habe den jetzt auf so circa hier 5,5 eingestellt. Und ja. Hier die Räder von Straßentransport, hier diese Doppelkrümmlerwalze und hier noch der Striegel. Jo. Also Leute, dann soll es das auch schon wieder gewesen sein mit diesem Farm-Vlog. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Hannes, haut rein, ciao.